Charaktergröße plus 50, Bewegungsgeschwindigkeit plus 30, Beschwörungsschaden plus 30. Hauptsache, das können wir auch stacken. Also, solange wir nicht das Umwandeln in normale Herzen haben, nehmen wir das lieber nicht. Schaden, Beschwörungsangriffsgeschwindigkeit. Ach, Ladegeschwindigkeit. Ja. Oh, Brand, Blitz und Frost haben wir gar nicht. Gut, also wir holen uns das und gehen dann einmal wieder auf Nachladegeschwindigkeit. So einmal im Kreis laufen, hier alles töten. Was ist das? Aufregung. Reichweite plus 20, indem du Erfahrungspunkte aufgesammelt hast. Wählst du 35 Bewegungsgeschwindigkeit für eine Sekunde. Also theoretisch ja die ganze Zeit. Weil wir sammeln ja ständig hier Erfahrungspunkte ein. Das ist aber schwierig hier aufzupassen, vermutlich. Wir blinken schön. Ich habe hier noch ein paar Drachen. Und das dauert natürlich immer, bis die ausschlüpfen. Wir sollten uns auch Frost genehmigen, wenn wir es Auswahl haben. In der verwandelten Gestalt hüpfen wir die nur zur Seite und töten sie nicht. Aufregung. Reichweite. Achso, das ist, das hatten wir eben schon. Oh. Wache. Oh. Nehmen wir noch einen Drachen, wa? Das ist cool, wie die um uns herumfliegen. Ah, die sind verrückt. Wir haben aber auch lange nicht mehr das Umwandeln der Herzen bekommen zur Auswahl. Und durch die ganzen Blitze sterben so schnell 25 Gegner. Das ist echt gut. Wieder. Ja, ich habe das Gefühl, wir können keine Herzen mehr sammeln. Und die Anzeige war nicht mehr. Oh ja. Alle Effekte unserer Schüsse. Wir haben ja jetzt Brand. Noch mehr Seelenherzen brauchen wir nun wirklich nicht. Bräuchten dieses Umwandeln der Seelenherzen. Ich weiß nicht, ob man ab irgendeinem Punkt auch einfach gehen bleibt. Aber bestimmt noch ein paar Drachen und Elektrokäfer. Weil die Elektrokäfer schießen ja einfach so. Blitze ja nur, wenn wir selber schießen. Können wir ja später mal raus. Wir bräuchten jetzt echt das Umwandeln der Herzen. War hier so voll und jetzt doch mal hier.
Ja, wir werden ja schneller, wenn wir Erfahrungspunkte einsammeln. Feuerrate, Munition. Gegner explodieren. Waffen. Ja, Brandschutz. Wir nehmen uns jetzt um Geisterfreund. Den haben wir noch gar keinen. Also im Moment läuft es nicht schlecht. Aber das heißt nichts, wir können ja ruckzuck wieder drauf gehen wegen irgendwas. Boah, wir sind so schnell, wir haben sogar einen Bewegungsschatten. Wenn wir verwandelt sind. Jetzt kommen nur noch diese Viecher, die schießen. Voll gemein. Oh Gott, was. Was ist denn jetzt? Diesen Explosionsviecher. Also es gibt immer andere Gegner. Also das Schlimmste sind diese roten Kugeln. Die kann ich schon wieder nicht töten. Die sind. Die winden wie so ein Flummi. Diese riesen Explosionsviecher. Erfahrungspunkte. Also. Einsammeln. Oh, jetzt kommen auch wieder normale Gegner. Also kann man hier mal wieder ein bisschen was einsammeln. Riesig cool, wir sind super schnell, wenn wir Erfahrungspunkte einsammeln. Und verwandeln. Geisterfreund. So, machen wir. Das kann man auch an die Hand ursachen kann, wenn er möchte. Vision schleudert uns sogar zurück. Den ganz großen. So wie es aussieht, ist der dritte. Wache geschlüpft. Hier ins unermessliche Stärke werden alle 60 Sekunden. Also immer nur 8%, aber trotzdem. Also scheinbar immer so Erholungsphasen. Mal kurz verschnaufen kannst mittendrin. Mal wieder weniger Gegner kommen. Oh, ein Level. Den nehme ich jetzt ganz schön selten. Sehr viele Erfahrungspunkte mittlerweile. Ich kann gar nicht mehr schießen. Ist das schon wieder. Aber wir haben noch nicht das bekommen, dass die Herzen umgewandelt werden. Nochmal unseren Schaden erhöhen. Oder die Reichweite noch ein bisschen erhöhen. Aber wir lassen mal unseren Geisterfreund ein bisschen mehr. Ist gut, okay. Kommt nicht mehr dazu zu schießen, er lädt nicht mal mehr nach.
links oben steht die ganze Zeit 0 von 13. Ja. So. Angriffsgeschwindigkeit. Und nur noch ein Geister. Bleib jetzt einfach mal kurz stehen. Okay, das sollte funktionieren. Aber so sammeln wir keine Erfahrungspunkte ein. So. Störungsschaden. Bei jedem vierten Schuss schießt ein Feuerwehr. Wir schießen ja gar nicht mehr. Das ist ja gar nichts. Würde das heilige Schild irgendwas bringen? Schießen wir noch ein paar Blitze. Wir können es ja nehmen. So, wir wollen Erfahrungspunkte noch frei aus. Also wenn hier so viele sind und wir schön im Kreis laufen können. Vielleicht. Da ist das. Oh, hier ist es. Das wandelt die um. Herzen. Danach können wir die Synthese Ding. Weil es echt schwach ist, ne? 10% mehr Schaden für unsere Schüsse und wir schießen ja schon mal nicht mehr. Es werden mehr Kopfgegner. Sorry. Also da ist ein Pferd und da ist auch ein Pferd. Und da ist noch ein Beiwagen. So, kurz Moment, ich trinke mal. Wir haben auch noch gar nicht Frost bekommen. Irgendwann nochmal? Ja, aber wir schießen ja echt nicht mehr. Würde noch Sinn ergeben, hier die Drachen ein bisschen upgraden, aber so nehmen wir jetzt. Ja, nachdem du eine Kugel geschossen hast, ist genauso viel. Wir schießen ja nicht mehr, nehmen wir Sichtweite und Reichweite. Also, wir kommen nicht mehr zum Schießen. Also brauchen wir noch Drachen. Blitze, Blitzkäfer. Wenn die hier so im Kasten sind, ist das echt genial. Schaden vom Glanz wird verdoppelt. Feuerrate von denen. Nur das. Die schießen so schön für uns. Da lag eine Kiste. Jetzt kriegen wir ein Rentier. Die anderen beiden sind leider außerhalb. Also wir haben den Beifang getötet. So. Wir haben das doch eben ausgewählt, oder? Also man kann es doppelt nehmen, aber bei dem heiligen Schild ergibt das nicht viel Sinn. Sichtweite 25%. Alle Gegner in deiner Sichtweite leiden. Schaden. Eigentlich nehmen. Die Sichtweite ist ultra weit erhöht, also eigentlich alle auf dem Bildschirm kriegen Schaden. Ein Drache ist drauf.
Wert oder was auch immer ist. Beschwörung. Nachladegeschwindigkeit. Es sind noch keine 60 Sekunden vergangen. Ich kann das mit den Lebenspunkten noch nicht machen. Aber hier ist auch minus Lebenspunkte. Dann nehmen wir Beschwörungsschaden. Und Beschwörungsangriffsgeschwindigkeit. Warum will der da eigentlich nicht sterben? Eine Elektro. Und da ist er gestorben. Also nochmal, ist mal dasselbe, oder? Oh ne, hier. Brandblitz. Und Frost. Also Brand und Blitz haben wir. Das ist ja schon auch viel Erfahrungspunkte. Hat sich immer noch kein Herz verwandelt. Und wir haben Tornado noch nicht, aber. Wirbelsturm. Aber ich denke mal, das ist gar nicht so schlimm. Das muss ich erstmal benötigen. Die Gegner sind alle so weit weg. Also wir können echt nicht mehr nachladen. Ja, theoretisch würde er automatisch nachladen. Kann ich gleich eine Minute eigentlich noch rum sein, damit sich so ein Herz verwandelt? Und das doch genommen, oder? Ja, da. In Seelenherz in ein normales. Warten jetzt mal, dass wir hier schön in so einem Kreis sterben. Dann können wir ganz viele Erfahrungspunkte auf einmal einsammeln. Wichtig ist, dass das Rentier eine Laufanimation hat, obwohl wir stehen. Zwei Seelenherzen. Aber hier, da ist wieder so ein Block. Oh, jetzt treffen die uns. Okay. Muss er doch bewegen. Führungsschaden. Angriffsgeschwindigkeit. Mehr Blitzschaden. Jetzt hier mal einmal alles einsammeln. Ich kann nicht mehr schießen. Oh, ich kann schießen. Ja, unsere Nachladegeschwindigkeit ist ja 2 gegen 0. Oh Gott, wäre noch größer. Wir haben gerade ein Herz verloren. Jetzt sind wir echt zu groß für die Frau. Also
Das mit dem Nachladen ist jetzt aber echt ein Problem. Auch Nachladegeschwindigkeit. Doch treffen und Schaden machen. Da mittendrin immer so wenig Gegner sind. Gar nicht so gut. Nebelle. Hätten wir noch gar nicht alles, oder? Das sind die ersten Schneebälle, die sind wovon. Also das mit dem Nachladen ist so eine Sache. Oh, Kiez. Oh, das ist drei von denen. Geht aber ab. Wie soll denn das gehen? Also gerade gehen irgendwie Seelen her zum Blöden. Wegschießen. Drachen schießen direkt drauf und trotzdem ist das nicht so. Wie geht hier was raus? Wollen Sie es aber wissen. Drei von denen. Nicht einer von denen stirbt. Fällt die denn bitte aus? Blitzschaden erhöhen. Oh, sie haben es synchronisiert, das ist gut. Ah, zwei sind tot. Nee, wir können nicht nochmal Nachladegeschwindigkeit nehmen. Ist ja schon bei minus alles. Eine Kugel, Waffenschaden, Lebenspunkt. Waffenschaden. Ja, warte, weniger. Waffenschaden, ne, 25%. Waffenschaden hier. Weniger Feuerrate. Ganz schön viele Herzen gekostet. Hm.
Ja, wir nehmen hier Blitzschaden. Wir müssen unbedingt jetzt Seelenherzen sammeln. Und wir hatten eben ganz kurz gesehen, noch ein rotes Herz schon wieder. Aber die Seelenherzen, das ist was schön, wenn wir getroffen werden. Das ist genau wie ich dachte, und das, wenn es uns einen Lebenspunkt kostet, so eine Fähigkeit, zieht er uns ein rotes Herz ab. Wären wir vorhin gestorben, wenn wir das genommen hätten. Also da wir jetzt doch ab und zu noch schießen können, ruhig unseren eigenen Schaden wieder erhöhen. Oh, es wird wieder voll, yay. So, unsere Nachladegeschwindigkeit ist halt im Eimer. Explodieren die Gegner. Erstmal hier schön die Herzen wieder auffüllen. Also alles irgendwie besser. Kugeln explodieren lassen. Angriffstempo ist jetzt nicht nur das Problem. Wir bräuchten das andere. Was hier bräuchten wir. Nehmen wir noch ein bisschen, dass die explodieren. Und auch eher nicht so der Vorteil, dass wir so groß sind. Bei den kleinen Gegnern ist er super, aber bei den Bossen ja nicht so. Ah, Bosse. Und jetzt ganz schön häufig. Also wenn wir uns mal zurückverwandeln, solange die Munition da auf 0 steht, können wir nicht schießen. Der Geisterfreund mal ein bisschen. Hey, wir nehmen jetzt mal hier Speer. Uns auch in der Sammlung. Oh, einer ist tot. Hätte ich jetzt nicht einsammeln sollen. Cool. Aber Waffenschaden auch minus. Bewegungsgeschwindigkeit. Nur ein Herz abziehen. Ja, also es geht uns ein rotes Herz ab. Wir werden sowas von gestorben wollen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie einsammeln will. Schneebälle. Ja, will ich einsammeln. Für jeden HP, den wir haben, macht der Speer 10% mehr Schaden. Nein, nicht 10%, sondern 10. Cool. Dann brauchen wir noch ein paar Beere wieder. Gucken wir mal.
das Einfachste hier. Gibt uns nicht so viel Minus. Also irgendwie sind die Belohnungen von dem Boss nicht so toll. Oh Gott. Mit der Bewegungsgeschwindigkeit meint er ernst. Warte mal. Das ist ja jetzt doof. Unsere Herzen, unsere Seelenherzen werden ja umgewandelt gerade. Warte, wenn ich eins sammle, ne? Dann geht das ja. So, und eins eingesammelt, dann ist er jetzt stärker geworden, der Speer. Das ist mit der Bewegungsgeschwindigkeit nicht mehr total. Also falls euch auch schlecht wird, ab und zu mal pausieren. Wir hätten vielleicht nicht beides mit Bewegungsgeschwindigkeit nehmen wollen. Ja, gerade die Gegner haben sich alle bewegt, aber wir das. Ich bleib stehen. Boah, das wird meine Sehkraft. Was wir erwarten hier. Ein paar Herzen rumliegen. Wir Erfahrungspunkte sammeln können. Weder Erfahrungspunkte noch Herz. Oh, da ist ein Herz. Wenn jeder 400 getötete Gegner bei einem Schwörung noch ein Seelenherz. Boah, das ist ja jetzt 10% Schaden für jedes Herz, das wir haben. Das nehmen wir lieber. Seelenherzen kriegen wir ja sowieso. Machen wir lieber den Speer noch stärker. Bräuchten wir vielleicht mehr als nur diesen einen. Jetzt einfach mal ohne hinzugucken, einfach noch ein bisschen im Kreis. So. Ich den Speer nicht. Den. Guck mal, ist der direkt um uns herum? Ja, guck mal, der ist direkt um uns herum, der greift gar nichts an. Die sind so riesig, man sieht ihn kaum. Jetzt sieht man ihn ein bisschen. Oh, schon wieder so ein Blob. Vielen Herz, Erfahrungspunkte. Mit den roten Kugeln hier, ne? Ich bin gerade ein bisschen verwendet, das ist gar nicht so schlimm. Sagen, ich glaube, ich bin schon wieder voll durchgelaufen. Das sind die schlimmsten Gegner. Das ist stark wie Sau, aber diese roten Kugeln treffen nicht trotzdem. Okay. Und die rot blinkenden Feinde können wir gar nicht so leicht töten. Also, ja, die blinken ja nicht rot, sondern leuchten so rot. Den tut er ja nur auf ihn schießen. Noch ein Rentier. Noch. Ich halte das immer noch für dumm. Lebenspunkt opfern in Erschaden.
lieben Geisterfreund. So, bei unserer Lebensanzeige ist noch ein bisschen Platz. Da könnten wir ruhig noch zwei oder drei Seelenherzen. Passen wir bestimmt noch hin. Mal gucken, ob wir noch. Wir haben ja wieder so wenig. Also das scheint nach einem Muster zu folgen mit den Gegnern hier. Immer wiederholt. Wir wären so viele Gegner. Oh nee, er schon wieder. Wir haben uns vorhin fast gekillt. Und wir haben jetzt nicht sonderlich viele. Ausschießen hier. Und nachladen kann ich gerne so mal. Herzen erwähnen. Können wir die dann überhaupt mit Seelenherzen auffüllen? Hm. Oh. Sind die so bloß? Oh. Ja, die haben Seelen. Nicht sterben. Den fressen wir echt Schaden. Einer ist rot, das ist so ein Ding. Aber wir sind ja dabei. Was ist weiter? Ist doch noch einer. Dritte. Wo ist der dritte Block? Ich kann das nicht mal einsammeln. Oh nee, kann man das auch? Kannst du auch nicht nehmen. Aber wo ist der dritte? Wo haben wir den denn hingepfeffert? Leider auch nicht angezeigt. Ein Suchen oder wie? Oh naja, bisher waren die Upgrades. Da ist es. Hier nicht so toll. Das ist jetzt aber anders. Dreifache deine maximale Basismunition. Dafür ein Rückstoß. Waffenschaden voll runter. Feuerrad und Strömung hoch. Sind schon wieder. Würden wir ja wieder mit den Drachen auffüllen. Aber wir schießen ja fast gar nicht.
nehme lieber hier Blitzer. Ich bin auch zum Beispiel zu schießen. Nicht mehr. Das ist immer nur, wenn man nicht verwandelt. Und dann muss auch aufgeladen werden, also Nachladegeschwindigkeit. Aber da wir ja das gesehen haben. Ja. Einmal minus 50% bekommen haben. Gar nicht so gut. Der Nachladegeschwindigkeit. Aber wir nehmen so eine Sense. Vielleicht ein Stück weiter als unser Speer, der gar nicht fliegt, weil wir so groß sind. In uns drin gebacken. Er dreht sich links und rechts von uns. Ist einer? Ja. In der einen Runde, in der wir nicht verwandelt sind, so schwer zu sehen ist. Kurz warten und dann wieder einsammeln. Also links liegt ein Seelenherr. Auch mal, wir sind nur so weit gekommen durch die Verwandlung. Und das war dann endlich das mit dem Seelenherzen bekommen hatten. Weil ja. Drei auf einmal auftauchen von diesen Laserblobs. Da wären wir ja sonst vor davon drauf gegangen. Ohne die Seelenherzen. Wir sind schon wieder in dem Käfig. Jetzt irgendwie ein bisschen sinnlos, ne? Seelenherz verlieren, in alle 80% Schaden. Warum haben wir das noch nie zur Auswahl gehabt? Wir haben bestimmt beides nicht genommen, ne? Das hier nicht und das auch nicht. Ey, warte, das haben wir doch. Würde dem entgegenwirken, dass wir eine Nachladegeschwindigkeit mehr haben. Jetzt. Komm und einfach. Den eigentlich ein. Der Beiwand ist gestorben. Beschwörungsangriffsgeschwindigkeit plus 15. Unsere Beschwörungen haben 15% Chance, sofort jemanden zu töten. Nicht bei Boss. Diese Pferde oder. Warum mal, die leben noch. Noch gestorben. Das ist wieder alles scheiße. Einmal mitnehmen. Rückstoß ist, das zählt ja jetzt nur,
unsere Waffe, denke ich, ne? Die Drachen machen ja gar keinen Rückstoß und die Nebelin nicht. Die Geister auch nicht. Welche Feuerrate? Ja gut, Feuerung ist egal, da wir so eine magische Waffe haben. Einzig coole daran wäre noch, verdreifache deine maximale Basismunition. Weil wenn wir dann einmal schießen könnten, nehmen das einfach einmal mit. Dann rauch an. Der Sperrkrieg. Nachladegeschwindigkeit. Oh geil. Endlich. Ah, der ist doch random. Oh, da oben liegt. Genau außerhalb der Bande. Noch mehr Minus Nachladegeschwindigkeit. Schaden erhöhen. Spielhose. Feuerrate ein bisschen. Wir haben noch eben Feuerrate bekommen, ne? Dann ist sozusagen alles gut. Guck mal, ein Seelenherz mit einem Seelenherz. Mehr Seelenherzen, so eine Vorsichtsmaßnahme. Oder noch mehr Speere. Oder nehmen wir noch mehr Speere. Könnte auch sein, dass die Speere vielleicht einfach Schaden absorbieren. Vielleicht kriegen ja auch Verbesserungen dafür, dass sie Schaden machen. Die Sense fliegt um uns herum, auch wenn wir groß sind. Nicht wenn wir verwandelt sind. Aber wenn wir nicht verwandelt sind, hat man sie eben kurz gesehen. Und also die Sensen funktionieren. Aber diese Speere funktionieren immer noch nicht. Vielleicht noch ein Drache wäre schön oder. Insammel Reichweite. Ein bisschen schnell unterwegs jetzt hier kurz. Warten. Gucken, dass keine rote Kugel auf uns schießt. Oh Gott, ich komm. Ich weiß auch nicht. Da so kann schießen. Zwei Strafeuer. Wir verwandeln ihn so schnell. Auch nur jetzt, weil viele Gegner da sind. Gleich kommen ja wieder mal gar keine. Willen hat. Das wird aber Mist. Bringen wir uns nicht mehr. Okay, also das Umwandeln der Seelenherzen in normale Herzen ist doof. Wir können unser Leben nämlich jetzt nicht mehr auffüllen. Da wir nämlich keine mehr einsammeln können. Seelenherzen. Scheinbar geht nur bis da oben, also die eine Reihe. Weil wir haben jetzt eins eingesammelt. Das passiert gar nichts. Wir mal gucken, wir haben vier leere Herzcontainer. Und in zwei Minuten, eigentlich in einer Minute, mehr wird. Also ein Container weniger ist.
wandeln die sich noch um. Die uns jetzt nicht angezeigt werden, aber die war ja noch einsammeln. Der sammelt hier automatisch noch ein, die sehen jetzt aber wieder eins. Cool, jetzt sind es 5 Seelen her, leere Container, wo wir getroffen wurden. Diese Kugeln, diese Monster, die mag ich auch nicht. Das ist gut. So. Da stand doch maximal Lebenspunkte plus 1. Wenn immer noch 5 leere Herzen sind. Funktioniert. Ausreichend 20%. Das können wir jetzt nicht wissen, ob das funktioniert. Warte mal, wenn wir das 5-mal kriegen. Wird nur noch eigentlich gar nicht mehr getroffen. Oder? Wir können ja alles mehrfach sammeln. Oh nein, die schon wieder. Aber die töten uns auch jetzt gleich wieder. Kann sein, dass jetzt das Ende ist, da wir nämlich nicht. Also wir können keine Seelenherzen einsammeln. Der Leertaste schießen, das war ja sehr interessant. Hat uns der Kampf ein Herz gekostet. Wissen wir es fürs nächste Mal, also nicht das Umwandeln benutzen. Seelenherzen. Oh, also schon benutzen. Das hier unten nicht. Die Seelenherzen schon nehmen, wenn wir es angeboten kriegen. Aber nicht
umwandeln nehmen. Konnten wir jetzt schießen, aber nicht auf die Munition. Wir haben ja Munition. Naja, wenn wir uns mal zutrauen, noch schießen können. Oh, geil, wir können schießen. Die Munition ist direkt da voll. Wir haben auch nur drei Drachen. Drei Wachen, drei Käfer und drei Geister. Das heißt, wir können 8 Beschwörungen haben. Gut, und die Drachen werden ja alle 60 Sekunden stärker. Deswegen werden uns wahrscheinlich auch keine mehr angeboten. Keine Beschwörung. Es gibt eine Obergrenze von 8 Beschwörungen, aber man kann sie halt immer verbessern. Die Seelenherzen sind nicht dabei. Die Welle wieder mit vielen Gegnern, war die Anfangsgegner. Dann kommen wir auf einmal wieder gar keine. Können wir ja wieder einsammeln. Nehmen wir uns eigentlich auch noch wieder zurück. Also schneller mache ich uns auf keinen Fall. Und Waffenschaden schon wieder runter, geht auch nicht. Alle Blitze. Ach, lade ich. Ja, das wäre auch. Wenn ihr diese Linse mal nehmen. Kreis auf uns. Bei jedem zweiten Schuss lass er einen Blitz. Ja, okay. Wir schießen ja nicht. Das ist selten. Es waren noch drei. Wieder so zwei so Drachendinger und ein Weihwahn. Und dann diese Belohnung vom dritten. Ah, da unten. Minus. Ne, das lassen wir einfach. Minus geht gut. Wenn wir dann mal kurz schießen können, brauchen wir ja schon Schaden. Ja, wir können die Erfahrungspunkte alle schön hier in den Kreis einsetzen. Müssen wir auch noch, also, noch lange wieder nichts für bekommen. So, den
Sammelradius und sowas. Also wenn wir die Linse jetzt gemacht haben. Ja. Die auch? Gehen oder nicht? Wir können ja alles mehrfach haben. Wir müssen die Beschwörungen noch geistern. Die können wir nur mit ausgelöst wird oder der Schaden allgemein sich erhöht. Was dann? Die Geister und die Wachen müssen wir noch erfahren machen. Ja, gut, die Drachen verbessern sich ja eh schon automatisch. Der Baum mit dem Kreis erinnern. Kugeln können uns ja noch gefährlich werden. Und die komischen Laserblobs da jetzt immer so dritt auftauchen. Ich werden es später irgendwann noch mehr. Jetzt 3 hat und dann über 4, wenn man sich vorstellen. Die werden einen aber umbringen. Durch die Linse verursachen wir jetzt Brand. Zwei Speere, die wir wieder nicht sehen. Einsammeln. Nicht nur diese roten Kugeln und die Laserblobs werden gefährlich. Rede ich über von den Laserblobs. Also scheinen immer noch breit zu sein. Okay, wir konnten sehr lange schießen. Kaum Munition verbraucht. Es hat ewig gedauert, bis wir uns verwandelt haben. Oh.
Platz machen hier. Oh, einer oben. Oh, wir nehmen der hier Blitzbrand. Noch gar keinen Post. Das nehmen wir nicht. Das ist auch gut. Dann nehmen wir hier auch wieder Brand und Blitz. Aber echt ärgerlich, wir können unsere Herzen nicht aufnehmen. Da war nichts. Gut, das haben wir jetzt vorher auch nicht gewusst. Aber dann wissen wir es fürs nächste Mal. Fehlen Herzen ja, umwandeln nein. Haben wir auch sehr früh Sachen bekommen und auch Verbesserungen für die. Uns irgendwie noch vielleicht auf eine andere Art heilen können. Wir haben noch dieses Schild bekommen. Dieses heilige Schild oder da haben wir das gar nicht genommen. Nicht aus, als hätten wir das genommen, oder? Wenn wir mal darauf achten, dann war das nochmal angeboten kriegen und man sich dadurch irgendwie heilen kann. Dann müssen wir aber erstmal ein Level up. Ein, aber wir bringen gar nichts, die Seelenherzen. Sehr wenig Monster, wir brauchen Erfahrungspunkte. Nochmal hier wieder kurz ein bisschen warten. Können wir jetzt immer kurz mal ein bisschen schießen. So, irgendwie werden es gar nicht mehr Monster. Ah, jetzt. Kurz ein bisschen genauer.
Bei so vielen verhandeln wir uns doch. Ja, ich brauch's noch. Scheinbar auch sehr schwer, jetzt überhaupt noch Level aufzusteigen. Bei so vielen Monstern mag das Spiel, wenn wir uns bewegen. Jetzt hier kurz abwarten die Welle und dann können wir alles rein. Die sind aber scheinbar doof. Bei der Freiwand ist es doch. Ja, mit ihnen ist jetzt hier so eine Sache für sich. Ein Projektil mehr. Bei Arato. Ach, Ladegeschwindigkeit auch. Da war irgendwie gar nicht mehr dazu kommen, nachzuladen. Machen wir den noch ein Projektil mit. Piste. Angriffsgeschwindigkeit. Zwei gewesen sein. Also Drache. Mal, wenn die Welle vorbei ist, mal gucken, wo der andere Boot rumliegt. Möglich, dass er mit so viel Geschossen und Lüften und allem überfordert. Aber es werden weniger. Einsammeln und Ausschau halten. Ah, Jesus. Ja, dann nehmen wir aber nichts. Dann wieder eingesammelt. Ja, sieht gut aus. Können wir hier wieder kurz ein bisschen warten. Mich, wie viele Punkte wir nachher kriegen.
uns andere Sachen freischalten, weil wir wissen ja, wir bekommen die meisten Punkte durch Töten von Gegnern. Sollte ja diesen Run gelaufen sein. Einsammeln. Was wird immer schwieriger, ein Level aufzuzeigen. Ewig können wir es leider nicht spielen, weil wir noch keine andere Möglichkeit haben, irgendwie Herzen zu bekommen. Oh, die Feuerrate erhöht. Von den Geistern. Ohne Sensor. Jetzt sind wir gar keine Gegner. Nur aber immer schön einsammeln. Sind auch gar keine Bäume mehr da. Das Bossen hat echt einen hohen Nachteil. Nur noch den Einsammler-Radius ein bisschen erhöhen. Aber wird sehr schwierig, das mit dem Aufsteigen ja sehr lange dauert. Oh nee. Und wieder diese Poster. Und der ist direkt gestorben, der eine. Weiter auch. Und der dritte auch. Es liegt bestimmt an den Drachen. Wir nehmen einfach immer weiter Blitz. Davon nehmen wir gar nichts. So richtig gut, dass die alle 60 Sekunden stärker werden, die Drachen. Hier wieder ein bisschen schießen. Wenig Monster haben, liegen ja auch echt wenig Erfahrungspunkte.
hier wäre jetzt gut, wenn immer diese Wellen mit super vielen Monstern kommen die ganze Zeit. Aber da sich das ja die Angriffswellen immer wiederholen, dauert das ja noch sehr lange jetzt, wenn eine große Welle kommt. Oh, das Spiel macht sehr viel Spaß. Kann ich jedem empfehlen. Ja, auch super viele Kombinationsmöglichkeiten, wie wir jetzt wissen. Das Umwandeln gemacht der Herzen. Kann man jetzt auch einfach direkt hier stehen bleiben können. Und einfach mehrere Stunden laufen lassen. Wir sollten uns sehr viel freischalten können. Die Charaktere und Waffen bestimmen fast alle. Diese Runen bestimmt nicht alle. Vielleicht ein oder zwei Runen. Je nachdem, wie viele Gegner wir getötet haben. Aber jetzt am besten gar nicht bewegen, weil das Spiel hier unten rum. Müssten wir vielleicht nochmal überarbeiten, dass bei so vielen Gegnern so viel Interaktion auf dem Bildschirm bin ich einfach an den Faden. Selbst der Timer, also das ganze Spiel ist alles hart. Der Computer läuft ganz flüssig. Der hat Müll zu nölen. Auslastung liegt bei 3%. Also im schlimmsten Fall stürzt das Spiel, aber war dann bestimmt unsere Punkte weg. Also jetzt immer bei der großen Welle hier am besten nicht bewegen. Weil das bestimmt auch von Charakter zu Charakter, den man auswählt, unterschiedlich ist. Wenn man zum Beispiel ohne Beschwörung spielt, kann ja sein, dass es flüssiger läuft. Aber wenn man sehr viel Munition hat, kommt ja auch selber raus dann. Mir sogar Erfahrungspunkte würde ich nicht bewegen.
Zeitlupe angucken. Und da kommen wieder zwei von so einem Drachen und einen so einem Weibern. Und der erste ist direkt gestorben. Man lebt noch, aber das ist auch nur, weil er so weit weg ist. Jetzt ist er tot. Können aber noch nicht einsammeln gehen. Also immerhin wissen wir jetzt, was das Maximum dem Charakter an Beschwörungen auf Endlos-Modus ist. Aber wir haben jetzt viel für den normalen Wands gelernt, die man ja in verschiedenen Schwierigkeitsstufen machen kann. Da sind es ja dann einfach nur 20 Minuten. Kommen ja dann, denke ich mal, gar nicht so viele Gegner. Machen wir Reichweite und Sichtweite. Passt bei der Kiste. Ein Projektil mehr für die Geister. Wir sollten uns vielleicht nicht so viel bewegen. Das ist jetzt aber echt sehr ärgerlich. Muss auch noch jeden einzelnen Erfahrungspunkt, der da rumliegt, rechnen. Mit sehr viel Bewegung auch auf dem Bild gerade. Ne? So, jetzt können wir mal gucken. Wir haben das Schild scheinbar. Neuert sich nach einer Minute. Blitze. Auch Ladegeschwindigkeit mehr, wenn das Ding an ist. Nur wir haben ja keine Ahnung, ob das Ding gerade an ist oder nicht. Aber wir können es auch trotzdem mal nehmen. Alles vorüber. Hat nicht mal ein Level gebracht. Immerhin läuft der Timer so wieder normal.
schaffen, den Timer so hochlaufen zu lassen. Und auch mal die Punkte kriegen, wenn wir jetzt einfach beenden. Ob wir wirklich sterben müssen. Wäre ja schon ärgerlich, wenn wir jetzt keine Punkte kriegen, wenn wir schon so aufgeben. Wir müssen einfach mal auf die vielleicht warten, die wieder diese roten Kugeln schießen. Hoffen, dass wir uns töten. Ich weiß ja. Diese Laserblobs, die sind ja zum Beispiel sehr schnell gestorben worden. Aber haben uns auch ein Leben gekostet. Also. Ich glaube aber als erstes kommen wieder die roten Kugeln schießen. Oh, da liegt eine Schatzkiste. Nicht weite 15 und Glanz verursacht alle unsere Effekte. Das Problem ist, die Kugeln machen uns nur Schaden, wenn wir nicht verwandelt sind. Magische Linse. Mehr zu sorgen. Dann haben wir jetzt zwei. Also bei 4 hätten wir einen Kreis. Solange die nicht da sind, können wir jetzt hier mal einsammeln noch. Ja. Angriffsgeschwindigkeit. Passt. Noch gar nicht. Roten Kugeln treffen uns und machen Schaden. Also wenn wir nicht verwandelt sind. Und das ist ja momentan das einzige Problem. Ja, und wir haben ausweichen. Aber auch nur einmal. Haben wir noch nicht wiederbekommen. Ich jetzt eben auch, also lassen wir uns töten. Weil diese Welle mit den vielen Monstern, die kommt ja gleich wieder. Hat das hier ja so. Ich denke, wir probieren uns jetzt töten zu lassen. So einfach stehen, nichts machen. Hoffen, dass sie treffen. Guck, ein Schaden bekommen. Da ist wieder so ein Laserblock. Links unten. Raum im Bild. Das heißt, so rechts unten ist auch einer. Das ist der dritte. Oh cool, der ist tot. Oder da oben. Ja, wir sind alle drei tot. Wir uns damit jetzt irgendwie schwächen. Das macht uns ja noch stärker. Ein Lebenspunkt ab. Finden wir uns jetzt dadurch. Macht uns jetzt hier den meisten Schaden.
Machen wir das hier. Wir hatten hinten weniger Lebenspunkte. Vorne. Ich hab gedacht, der zieht uns einen roten Balken, also hier so ein rotes Herz ab. Aber scheinbar ist hinten Platz für ein Seelenherz. Um 6 Herz haben wir noch. Wir haben uns aber wohl getötet. Nicht aufgeben, sondern uns so sterben lassen. Haben wir ja noch nie gemacht. Wie ebenso. Das wäre echt schade um die Punkte. Wir hoffen, dass uns jetzt noch ein paar rote Kugeln treffen. Wenn dann noch irgendwie uns mit Pisten, Belohnungen, immer ein Leben bauen. Oh, kurz vor der roten Kugel haben wir uns voran gemeint. Hm, wir schaffen das. Ja, wir schießen ja auch noch Schneebälle, wenn wir aber nicht. Aber sich absichtlich sterben lassen jetzt. Das ist einmal sehr schwer und dann müssen wir uns auch in diesem Lebensabschluss Besserung machen. Der Teil ist. Also wir sind Level 67 gekommen. Ersten hatten wir ja mal so viele bekommen wie möglich. 61 Munition, obwohl die jetzt so hinfällig. Aber gut mit Beschwörungen hingekommen. Machen jetzt alles für uns. Sind bei 84 Minuten. Wenn wir noch hinkriegen, dass wir sterben. Kugeln haben uns schon ein bisschen Schaden gemacht. Die roten Kugeln von denen. Nachmachen. Komm. Nicht bewegen, keine Level mehr einsammeln. Jetzt ging ja die Zeit nun überlebt. Und die Monster, die man fehlt. Wenn man Level mit dazu zählt, werden nicht noch ein Level aufsteigen können.
hoffe, euch hat das Spiel bis hierhin auch gefallen. Könnt ihr auch abonnieren und liken nicht vergessen. Dann verpasst ihr nichts mehr. Die Welle ist recht beendet wieder. Jetzt darf man es aber immer noch nicht bewegen. Gut ist, wenn weniger Gegner wieder kommen. Dann verwandeln wir uns halt zurück. Und verwandeln uns nicht direkt wieder. Wir müssen nur noch ein paar rote Kugeln treffen. Ja, sehr gut. Dann haben wir den Überlebensmodus. Also den Endlosmodus einmal richtig gesehen. Und schade ist, dass dann ein bisschen im Park hätte man ja noch länger machen können, aber es ist ja dann einfach auch wenn es nicht hat, ja nur noch rumstehen dann. Jetzt. Auch schon, aber wir hoffen ja, dass wir jetzt noch sterben. Wenn man nämlich das mit den Herzen nicht macht, sondern nur die Seelenherzen. Ja, nur so die ersten 20, 30 Minuten schwierig. Gute Sachen zu bekommen. Dann sich hinstellen. Und man sieht ja hier überall Seelenherzen. Die ab und zu mal bewegen kurz. Wenn es schlecht aussieht und wieder ein paar Herzen einsammeln. Gucken dann noch zusammen, wie viele Punkte wir bekommen haben. Das reicht, um Charaktere und die Waffen zumindest noch beizuhalten. Langsam können die mal kommen, die diese roten Kugeln schießen. Das noch hinkriegen so ja. Ah, jetzt kommen dann so ein Produkt, weniger Gegner, muss man noch zurückverwandeln. Am besten zurückverwandeln kurz bevor wir uns die Kugeln treffen. Rückverwandeln haben können, keine Kugel. Das ist jetzt da ja, aber wir sind immer verwandelt, wenn so viele rote Kugeln kommen. Es sind nur noch 5 Herzen, das werden sie wohl hinkriegen. Yay, nur noch 3. Also man kann wirklich doch nicht abgehen beim los, los. 3 noch. Wenn wir uns jetzt bewegen würden, würden wir nämlich die Herzen wieder allein sammeln. Also
2 nur und die würden sich dann verwandeln. Müssen wir wieder 2 einsammeln. Oh, schießt auf uns los, bitte. Und werden ja auch noch stärker. Los. Der auf uns schießt. Oh, 1 noch. Oh, ganz knapp. Mal kurz bevor wir uns haben. Knappe Sache. Das ist Herz, wenn wir noch hinkriegen. Nur nicht wieder zu viele Gegner werden. Verwandeln wir uns wieder nicht zurück. Jetzt schießt keiner. Herz überleben wir jetzt aber ganz schön lange. Ihr schafft das. Müdet uns. Nicht, dass gleich wieder diese große Welle kommt. Wir dürfen uns jetzt auch nicht bewegen. Ärgerlich mit der Rutschbus, wenn wir uns zurückverwandeln. Wir haben ja auch überall Seelenhärten, sodass wir nicht die roten Sachen einsammeln können und uns damit vielleicht ein Herz abholen können.
sein, dass wieder einfach nur ein leeren Herzcontainer. Oh nee. Dann wieder die vielen Monster. Okay. Gut zu erkennen am Timer. Aber danach kommen wieder die Aliens, die auf uns schießen. Diesmal müssen sie nur noch ein Herz. Und das blockt. So mit diesem Gehake macht er dann leider keinen Spaß mehr. Aber da wir nicht wissen, ob wir Punkte kriegen, wenn wir aufgeben. Kann man irgendwann mal machen, wenn man nur so 10 Minuten hat. Dann kann man das mal testen. Aber jetzt haben wir ja so viele getötet, das würde so viele Punkte geben. Hoffentlich. Wir überwarten, bis unser Set wert. Punkt im Endlosmodus, dann geht leider gar nichts mehr. Aber es kann jetzt auch an dem Charakter und den Beschwörungen liegen. Kann sein, dass wir mal einen Charakter nehmen mit der Armbrust. Vielleicht funktioniert das dann besser. Charakter nicht. Bloß weil das jetzt mit dem Charakter und der Zusammensetzung der Fähigkeiten passiert, bei allen so ist. Könnt ja, wenn ihr da Erfahrung habt, was am besten funktioniert, dann mal schreiben. Und ob ihr sehen wollt, wie wir einen Schwierigkeitsgrade ausprobieren dann. Es gibt ja 15 Schwierigkeitsgrade, die man noch machen kann. Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir so lange überleben, ohne uns zu bewegen und ohne zu schießen. Aber jetzt in der großen Welle verwandeln wir uns auch nicht mehr zurück. Kommen wieder so kleine Bosse. Okay, ist gut. Aber wir verwandeln uns auch nicht zurück. Man sich so Bilder hintereinander angucken. Wenn jetzt die Bosse kamen, dann ist die Welle gleich zu Ende. Und dann kommen wieder die mit den Kugeln. Auch nur noch einer auf uns schießen.
müsste es Ende sein, die Fälle. Also das ist schwer zu sagen, weil... Weil ja, glaube ich, denke mal, eine anderthalb Minuten laut Timer, die bestimmt gehen. Eine Minute ist immer ungefähr der rote Kasten, wenn Bosse kommen, aber die sind ja schon leider tot. Wenn der sich auflöst, die Welle ja meist vorüber gewesen. So dass man alles einsammeln konnte und dann kam ja schon die anderen. Dann ist bestimmt bei 96 Minuten laut Timer spinnet wohl der rote Kasten. Dann wird es wieder flüssiger laufen. Mit den Erfahrungspunkten kann man sogar jetzt im Level 68. Aber dann sammeln wir bei der Herzen ein, das wollen wir nicht. Kommen auch gleich wieder die mit den Kugeln. Aber es wird auch gar nicht mehr auf Park. Kann jetzt natürlich daran liegen, dass sie so viele Erfahrungspunkte haben. Man muss ja jeden Punkt einzeln darstellen. Aber hilft ja nichts, wenn wir uns bewegen, sammeln wir das ein. Wir würden auch die Herzen einsammeln. Sind schon extra zweimal vergrößert. Die müssten uns treffen. Und wir dann von einer Kugel schießen. Was ja gut zu erkennen, wenn wir uns öfter Druck verwandeln, kommen meist die mit den Kugeln, mit der weniger Gegner sind. Mal so aus, als würden sie viel näher kommen als sonst. Als würden sie durchs Haken so an unseren Geschossen vorbeikommen. Das braucht nur einen, der so eine Kugel auf uns schießt, während wir nicht verwandelt sind. Wir glauben einfach mal an die, die werden das schon schaffen. Nenne ich jetzt mal. Ich glaube, die mit diesem Auge, die waren das, die roten Kugeln schießen können. Aber die sehen, haben wir es fast getroffen.
immer sehr, sehr langsam hochläuft, dauert das wohl. Jetzt macht das Spiel gleich gar nichts mehr. Wie gesagt, wenn wir uns bewegen, sammeln wir die Herzen ein. Das wollen wir ja nicht. Monster im Bild. Wir waren zurückverwandelt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn weniger. Einer von den Aliens wird ja wohl ein guter Schütze sein. Sagen, wir haben es kommen sehen. So. Irgendwas umgesprungen, kommen jetzt die anderen. Echt oben ist ein Block. War einer von diesen kleinen Blocks. Links unten war ein Auge. Also ja, da schießen wir. Oben. Wir sind noch verwandelt. Nicht so groß. Verwandeln. Und? Hm. Zurückverwandeln ist Kugel. Ja. Nee, jetzt haben wir sie verwandelt. Der Block rechts oben, der lebt ganz schön lange. Also der Rückstoß beim Zurückverwandeln beim Bau. Okay. Einer wird es schaffen. Oh, ganz knapp. Schießen einfach alle Kugeln und jetzt schießen. Hör uns. Oh Gott, was war das? Wir haben uns getroffen. Wir haben noch nur 20% ausweichen. Oh, schieß auf uns. Und nein, das ist gar keiner auf uns. Oh, endlich, ja, sie haben es geschafft. Nicht deren Ernst jetzt. Also Punktezahl, keine Ahnung, sind das die Punkte, die wir jetzt kriegen? Also hier drunter steht, wie viele Punkte wir haben. Hm. Das wäre nicht schlau gemacht. Hier könnte 1,5 stehen, also das könnten die Punkte sein. Müssen wir ins Menü gehen. Okay. Gehen nicht ins Menü. Doch, ja. Oh, wir gehen ins Menü. Ja, das waren die Punkte, die wir bekommen haben. Mal gucken. Uns doch alle freischalten.
8, die haben wir schon. Wir müssen jetzt... warte mal, wir gucken jetzt erstmal lieber die Runen. Die haben wir uns geholt. Feuerrate Nachleid. Die beste von. Verursache Schaden an allen nahen Gegnern, nachdem du deine letzte Munition geschossen hast. Dieser Schaden entspricht 20% deines Waffenschadens pro Rang. Nachdem du Frost oder Brand 50 mal verursacht hast, erhalte plus 50% Feuerrate und Nachladegeschwindigkeit. Für eine Sekunde oder so. Gegner in deiner Sichtweite leiden 3% mehr Schaden pro Rang. Ah, dann meinten die aber nicht Sichtweite das, was wir auf dem Bildschirm sehen, sondern bestimmt, man kann noch die Sicht erhöhen, diesen mittleren Kreis um uns herum, das meinen die bestimmt. Ja, dann nur mit einer Nahkampf, also halbwegs Nahkampfwaffe sinnvoll. 7% Bewegungsgeschwindigkeit pro Level für eine Sekunde, nachdem du Erfahrungspunkte eingesammelt hast. Nachdem du Frost oder Brand 15 mal verursacht hast, erhalte eine Unbesiegbarkeit für eine Sekunde. Höre zwei seismische Totems, die nahe Gegner als 10 Sekunden zurückstoßen. Fähigkeiten der seismischen Totems aktivieren sich eine Sekunde schneller pro Rang. Ja, aber... da steht ja nicht, wann es sich aktiviert. Steht einfach nur, dass er alle 10 Sekunden Schaden macht. Also Zurückstoß. Ja gut, ist ja doof. Wir müssen davon was nehmen. Wir können das mit der Sichtweite nehmen. Was hier? Da ist ja eine gute Kombination mit Sichtweite und Glanz und Verschmettern und sowas gibt. Hier können wir nicht schon kaufen dann, ne? Starterspiel mit der Hälfte deiner Lebenspunkte, Waffenschaden, Feuerrate erhalten. Was? Hälfte deiner Lebenspunkte. Oh, Punkt. Waffenschaden und Feuerrate erhalten plus 5% Rang. Okay. Wenn Gegner sterben, während sie brennen oder vereist sind, haben sie eine 5% Chance, pro Rang ihren Statuseffekt zu nahen Gegnern zu verbreiten. Ich schwöre eine Glyphe alle 10 Sekunden. Nach ein paar Sekunden explodiert die Glyphe zu 6 Projektilen, die 10% Schaden Ursachen. Verringere die Zeit zum Beschwören der Glyphen eine Sekunde pro Rang. Also automatisch alle 5 Sekunden. Trotzdem Schaden verursacht. Ja, aber echten Schaden. Hat das Spiel mit dem heiligen Schild. Verringere die Generationszeit vom Heiligen Schild um 5 Sekunden pro Rang. Jeder 1500 getötete Gegner lässt einen Gegenstand fallen, der dich um einen Lebenspunkt heilt. Oh. Dann braucht man... warte, wenn man das hat, kann man sich heilen. Dann ist auch egal, wenn man das... das ist schon gut. Also das wäre endlos gut. So. Jeder tausendste Gegner kann man das hochmachen. Wenn du nur noch einen Lebenspunkt übrig hast, erhalte Unbesiegbarkeit für 5 Sekunden pro Rang. Dies aktiviert sich nur einmal. Scheiße. Wenn du nur noch einen Lebenspunkt übrig hast, heile dich direkt um 2 Lebenspunkte. Dies aktiviert sich nur einmal. Jedes Mal, wenn du einen tödlichen Schaden bekommen würdest, zerstöre stattdessen eine deiner Beschwörungen, um deinen Tod zu verhindern. Pro Rang kann diese Fähigkeit im Spiel
genutzt werden. Also auf Rang 1 kannst du es einmal benutzen, Rang 2 dann bestimmt zweimal. Das meinen die bestimmt. Du hältst dich für einen Lebenspunkt alle 5 Level. Hält dir 4% mehr Erfahrungspunkte pro Rang. Hältst dich für einen Lebenspunkt? Warte, wir kriegen ein Leben alle 5 Level, soll das heißen. 4% mehr Erfahrungspunkte. Natürlich gut, aber wie wir ja gesehen haben, ab Level 50 ungefähr so, dauert das ewig. Alte Beschwörungsschaden und Beschwörungsangriffstempo plus 10 pro Rang, wenn du genau eine Beschwörung hast. Ja, auch eine Waffe trifft, tritt in einem tierischen Zustand ein jeder 50. Tötung. Während dieses Zustand verbraucht deine Waffe keine Munition. Tierisch ist aktiv für 2 Sekunden pro Rang. Jeder dritte Schuss kann unendlich Gegner durchdringen und erhält doppelte Projektilgröße. Dieser Schuss verursacht außerdem plus 20% mehr Schaden pro Rang. Aber das mit dieser Tornado Lady und irgendwas, was sehr viele Schuss hat. Also das hier brauchen wir. Nur das. Aber nicht. Wir müssen hier irgendwas kaufen. Ja, dann wäre ja das mit der Sichtweite echt gut. Müssen erst hier auf 5 machen. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit 2 pro. So. Aber das hier mit dieser Sichtweite. Kann man auch leisten. Leisten. Kann man auch leisten. Auch noch leisten. Wir müssen dann eins von denen hier nehmen. Hälfte der Lebenspunkte. Schaden, Feuerrate erhöhen. 5% ist natürlich schon gut. Ne? Das in Kombination mit hier Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Hier verursacht bestimmt 10% Schaden von unserem allgemeinen Schaden. Alle 5 Sekunden eine Glyphe, die in 6 Teile explodiert. Immer das hier. So. Jeder dritte Schuss kann unendlich Gegner durchdringen und erhält doppelte Projektilgröße. Dieser Schuss verursacht außerdem 20% mehr Schaden. War ja sowas, ne? Plus 20% mehr Schaden pro Rang, also schon 40%. Bin ich jetzt eigentlich auch ausgewählt? Also man kann ja logischerweise aus jeder Reihe nur einen nehmen.
Feuerrate und sowas. Ja, gut jetzt. Dann noch 10.000, dann machen wir mal. Feuerkanone, magischer Bogen. Diese Pfeile, welche auf dem Boden liegen bleiben, wenn du nachlädst, fliegen die Pfeile zu dir zurück, verursachen Schaden an Gegnern, die auf dem Weg getroffen wurden. Aber nur 4 Munition. Granatwerfer, Schüsse explodieren, Granatexplosion können dich verletzen. Was, damit töten wir uns selber. Immer das und das. Warte. Hat gereicht für alle. Und für die Runen. Cool, alle Waffen, alle Charaktere und die Runen. Und das nur mit einem One. Wir hatten ja nur ein bisschen Probleme am Ende. Das ist ja cool, dann können wir, was gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, noch andere Charaktere probieren. Das hier ist bestimmt dieser Schwierigkeitsgrad, dass wir das geschafft haben. Wie ist das, ne? Munition, zufällige Richtung. Nimmt man hier entweder die SMGs? Ja, das ist am besten, das hat so viel Munition. Und so machen. Und dann. Ja, weil wir das auf 0 beendet haben, haben wir 1 freigeschaltet. Müssen wir 1 schaffen und bis 15. Haben wir eigentlich ein. Cool, sind alle 3 freigeschaltet. Also einmal schaffen reicht, um die anderen beiden freizuschalten. Ja, dann ermöglicht man einen Tempel angucken oder Kürbisfeld oder sowas. Witzig. Das hier, das kriegt man bestimmt noch irgendwie gut hin. Der zu spielen. Und würde ich sagen, was das erstmal, wir haben uns heute den Unendlich-Modus endlos, nicht unendlich. Gut angeschaut. Konnten ja leider nicht weitermachen. Aber ja, wir haben gut Punkte bekommen. Und es war besser wohl bestimmt, dass wir uns haben sterben lassen, anstatt aufzugeben. Weil, wie gesagt, habe ich noch nie getestet. Nicht, dass wir die Punkte nicht bekommen hätten. Und so geht's ja. Dann haben wir gut was freigeschaltet. Ein bisschen fehlt noch für die Runen. Oh, dann haben wir alles durch freigeschaltet und müssen es nur noch spielen. Dann abonnieren und liken nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.